Das ist, sag mal, das, was wir ein Wendehalssyndrom nennen. Oder eben die Gesinnung, die eigentlich von einem Tag zum anderen gewechselt werden kann. Mich hat das ja in meiner Arbeit oder meiner Suche nach Verständnis für gesellschaftliche Probleme schon immer gewundert, wie es sein kann, dass nach dem Dritten Weltkrieg, die Nazis plötzlich weg waren und als Demokraten erschienen, entweder in der Bundesrepublik wieder im Management oder in der Juristerei oder in der Politik. In der DDR waren sie scheinbar ganz weg, aber wir wussten, dass sie auch als Genossen jetzt der Sozialistischen Einheitspartei wieder untergekommen sind. Also es ist möglich, von einem Tag zum anderen die Gesinnung zu wechseln wie ein Hemd. Wie ist das möglich? Das ist nur dann möglich, wenn die persönliche Position, auch die weltanschauliche oder politische oder religiöse, nicht wirklich in dem Menschen gegründet ist als Überzeugung, sondern übernommen worden ist, um Vorteile zu haben, um sich zu stabilisieren, um im Mainstream der Mächtigen halt einen Platz zu haben und nicht ausgegrenzt zu werden. Das ist häufig ein großes Thema. Menschen wollen dazugehören, wollen nicht ausgegrenzt sein und dafür tun sie alles. Wir haben das miterleben müssen, wenn man so will, im Nationalsozialismus bis zu kollektiven Verbrechen. Tun Menschen alles, nur um dann auch dazuzugehören und nicht ausgegrenzt oder bedroht zu sein, weil sie sich anders verhalten. Und diese... Sie wollen Ihren Gewinn verdoppeln? Die Gewinnblitzfallstudie zeigt, wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen und sofort ansehen. Selbstunsicherheit, die unsichere Selbstgewissheit hat etwas mit der frühen Betreuung der Menschen zu tun. Und eines der Hauptprobleme in unserer heutigen Zeit ist das, was wir unter narzisstischer Störung verstehen. Eine narzisstische Störung entsteht, wenn man als Kind nicht wirklich verstanden, geliebt, bestätigt worden ist, dann hat man das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und dann fängt man an, sich anzustrengen, zu bemühen, um dann Anerkennung zu erfahren. Gesellschaftsabhängig. Die westliche Gesellschaft hat Leistung, Konkurrenz, Stärke gefordert. Die sozialistische hat Unterordnung unter ein Kollektiv gefordert. Und das haben dann viele Menschen gemacht, weil sie keine eigene Sicherheit hatten. So, jetzt sind wir bei einer narzisstischen Störung des Westens. Da muss man wissen, dass die narzisstische Störung nach zwei Seiten kompensiert werden kann. Die eine ist die allseits Bekannte im Größen selbst. Also dann macht man sich größer, macht man mehr her, stellt man immer was dar, ist man mehr, als man wirklich ist und will mehr haben, weil man zu wenig ist. Und macht andere kleiner. Und es ist automatisch, also man überhöht sich und macht andere kleiner, weil da die Relation auch schon zum eigenen Gunsten ausfällt. Und dann bin ich ja noch größer, wenn die anderen kleiner sind. Und es gehört auch dazu, dass man in der Regel keine Empathie hat für andere und anderes, weil man ja nur auf sich bezogen ist. Man muss irgendwie, man will überleben und zur Geltung kommen und so weiter. Und jetzt gibt es auch das Gegenteil, dass diese narzisstische Störung, ich nenne das Größenklein, so kultiviert wird, dass man jetzt, aha, wenn ich nur schwach bin und bedürftig bleibe und mich zeige, dann werde ich versorgt. So kriegt man nun auf diese Weise eine Zuwendung, die zwar auch keine Liebe ist, aber man erreicht durch dieses sich klein halten, eben verführt man andere, sich um einen zu sorgen. So, und jetzt in einer Demokratie, die in meinen Augen nur ein Demokratiespiel ist,
Das heißt, die demokratischen Rollen werden von Menschen besetzt, die am besten jeweils die Rolle spielen können. Und sie werden nicht kommen nicht danach an die Macht, was sie für Fähigkeiten haben, also für menschliche Fähigkeiten, inwieweit sie narzisstisch gestört sind oder nicht. Man muss sogar sagen, dass in einem Demokratiespiel, das als Parteiendemokratie, als repräsentative Demokratie ist, eben Menschen an die Macht kommen, die am besten die jeweilige geforderte Rolle spielen können. Und damit ist in einer narzisstischen Gesellschaft die Menschen am ehesten an der Macht, die auch eine entsprechende narzisstische Störung haben. Ich habe das mal in einem Buch auch ausführlicher dargestellt. Die heutige Politik ist nahezu narzissmuspflichtig. Das heißt, also man kann nicht erfolgreich sein in der Politik heutzutage, wenn man kein Narzisst ist. So ist es, ja. Und das ist im Grunde genommen korreliert nicht mit menschlichen Fähigkeiten und Qualitäten, vor allen Dingen nicht mit Beziehungsqualitäten, sondern mit Darstellungsqualitäten, mit sich Durchsetzungsqualitäten, wenn man so will, auch mit Intrigen, mit Kämpfen, mit Konkurrenzkämpfen und so weiter. Und in einer Gesellschaft, die ohne wirkliche Demokraten, also im Sinne von innerseelischen Demokraten, ein innerseelischer Demokrat wäre einer, der mit sich zufrieden ist, der weiß, ich bin okay, ich kenne meine Möglichkeiten und meine Grenzen. Und er kann sagen, in jedem sozialen Konfliktfall, ich bin immer auch das Problem und der andere hat immer auch Recht. Und dadurch entsteht ein wirklicher demokratischer Diskurs. So, der Narzisst kann das nicht mehr. Der Narzisst muss Recht haben. Aber er neigt dann dazu, die Gesellschaft, also die sozialen Verhältnisse zu spalten. Und zwar an der Macht, die sogenannten Eliten, sind dann die Größen selbst Narzissten. Und alle anderen, die Massen, werden eher gedrängt in das Größenklein, die Größenkleinen Narzissten. Größen selbst Narzissten wollen immer siegreich sein, wollen immer besser sein, stärker sein und andere herabwürdigen. Größenkleinen Narzissten wollen immer geführt werden, wollen erlöst werden, wollen versorgt werden. Und so entsteht sehr leicht ein Zusammenspiel, eine Kollusion. Das passt dann wie Topf und Deckel zusammen. Die einen wollen geführt werden und die anderen wollen führen und besonders stark sein. Und damit ist im Grunde genommen in dieser Kollusion des Narzissmus die Basis demokratischen Verhaltens schon von vornherein behindert. Es gibt keinen Austausch mehr, sondern es gibt nur die Einseitigkeit des Großseinwollens und die Einseitigkeit des Kleinbleibenwollens. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen,
Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.